Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sonntagsfrage. Hallo und herzlich willkommen. Ich beginne direkt. Ja. Such eine schöne Frage aus. Ja. Für Sonntag. Wenn ich dann Einfluss drauf hätte. Habe ich ja. Aber einen zufälligen. Ja. Okay. Frage 534. Was ist der größte Unterschied zwischen dir und deinem Partner? Der größte Unterschied zwischen mir und meinem Partner? Ist auch eine schöne Frage, passend zum Tag irgendwie. Ich wollte gerade sagen, ich habe manchmal das Gefühl, das Buch ist gruselig. Ist ganz oft so, dass es irgendwie passt, oder? Das ist subjektive Wahrnehmung. Wahrscheinlich. Schieben wir es darauf. Der größte Unterschied zwischen mir und meinem Partner ist, beziehungsweise zwischen mir und meiner Partnerin ist, offensichtlich, ich bin Mann, sie ist eine Frau. Das ist meine Antwort. Nein, Quatsch. Nein, natürlich nicht. Ich würde sagen, der größte Unterschied zwischen uns, und das haben wir ja wahrscheinlich schon des Öfteren erörtert, ist, dass ich viel ruhiger bin als du. Und mit ruhig meine ich, es ist so ein Wort, was so viele Eigenschaften oder Eigenheiten umschreibt. Ich bin langsamer, ich bin weniger impulsiv, ich bin auch weniger hektisch, auch weniger selten gestresst. Das meine ich mit ruhiger. Wohingegen Emmy sehr impulsiv ist, sehr energiegeladen, sehr viele Sachen macht, am liebsten alle Sachen lernen würde, alle Sachen machen würde. Und ich bin halt so jemand, der eher mit weniger zufrieden ist. Das soll jetzt nicht wertend klingen, sondern ganz neutral. Ich meine, man kann es in die eine Richtung interpretieren, auch in die andere. Na, du machst viele Sachen, bist sehr viel interessiert und ich bin eher langweilig. Oder man kann es auch so ausdrücken, ich bin eher mit weniger zufrieden und konzentriere mich auf eine Sache, während hingegen du sehr viele Sachen gleichzeitig machen möchtest. Kann man das verstehen? Ist das gut erklärt? Ja. Wobei ich ja auch mit wenig zufrieden bin. Ne? Ja, deswegen. Mit Dingen verwechseln. Genau, ja. Also materiell bist du auch mit wenig zufrieden, du brauchst auch nicht viel. Aber ich meine halt mit Dingen, die du machst. Ja, genau. Mit mir selbst halt nicht so schnell zufrieden wie du, ja. Sozusagen. Ne? Mhm. Ja. Genau, also du hast einen sehr, sehr viel höheren Anspruch an dich selbst als ich an mir. Ja. Das würde ich sagen, ist so der größte Unterschied zwischen uns beiden. Und eigentlich ist die Frage in dem Sinne auch ein bisschen blöd, weil ich denke, du siehst das ähnlich bis genauso. Ja, absolut. Ich würde jetzt nur noch was ergänzen und zwar, hast du viel mehr Vertrauen in andere Menschen, in Dinge und in dich selbst? Ja, das stimmt, ja. Mhm. Also ich glaube immer so, es wird alles gut, niemand will was Böses. Ich weiß, dass ich das gut mache, ich weiß, dass ich das schaffe. Ja, also im Großen und Ganzen mehr Selbstvertrauen und mehr, ja, wie du sagst, Vertrauen. Ja. Das stimmt, ja. Wobei ich jetzt ja auch nicht in allem das Schlechte sehe. Ich bin halt eher viel skeptischer als du. Hm. Ne? Nee, ich meinte das auch nicht auf dich bezogen, sondern generell auf die Sache. Ich glaube, ich weiß immer, am Ende wird alles gut und es ist nicht in bezogen jetzt auf dich. Genau, also um das in anderen Worten zu formulieren, ich bekomme schon fast manchmal Sorge, dass irgendwas nicht funktioniert, währenddessen Christian noch gut und gerne ein paar Wochen aushalten kann und sagt, ja, das wird schon. Währenddessen ich schon wie so ein Duracell-Häschen hin und her renne und hin und her überlege, was können wir machen, was wenn das und das passiert und wenn das passiert, was passiert dann? Ich habe so ganz viele Gedankengänge und Möglichkeiten und versuche dann da bei allen Dingen schon irgendwie einen Weg zu finden und Christian so, das wird schon. Wobei man darf das auch nicht unterschätzen, ich habe diese Gedanken natürlich auch schon. Ich strahle sie nur nicht so oftmals nach außen aus, sondern bevor sie überhaupt aufkommen können oder so richtig präsent werden, kommt halt eben dieser Deckel drüber von, ach, das wird schon, alles gut. Es hat doch schon immer geklappt, das wird auch bei diesem Mal klappen. Irgendwas wird schon kommen, irgendwie wird es schon gut ausgehen. Also es klingt jetzt auch so dramatisch, als wenn wir tagtäglich dramatische Szenen hier hätten. Das ist nicht so, aber naja, so die kleinen Problemchen oder größten Problemchen, die man so im Leben hat und die Hürden, die einem in den Weg gestellt werden, die lassen sich ja halt immer irgendwie doch relativ leicht lösen. Und da hilft eben genau dieses Denken, dass schon alles wieder gut wird. Und das unterscheidet uns halt. Obwohl du auch, vor allen Dingen auch in den letzten Jahren, immer mehr dich davon überzeugen konntest, dass es auch so ist.
Aber ich glaube, es ist auch mehr eine Ansichtssache als der Fakt, dass es wirklich gut wird. Verstehst du, wie ich meine? Nee. Also es wird schon am Ende irgendwie alles gut. Aber ich glaube, es ist sehr stark auch beeinflusst auf die Sicht der Dinge. Ja, klar. Mhm. Ich meine, ich kann mir ein Bein brechen und dabei sagen, oh, gut, dass mir das nicht das Genick gebrochen hat. Ne? Es gibt aber auch Situationen, wo es genau umgekehrt ist tatsächlich. Ne? Also so ganz kleine Situationen, wenn du zum Beispiel Bahn verpasst oder mir fällt was runter, da bist du dann eher aus der Ruhe zu bringen als ich. Also kommt immer auf diese... Wobei, das gleicht das, glaube ich, aus. Also, ne, also du bist halt der dann genau guckt, wann kommt die Bahn und hier und da. Und ich denke so, ach, da kommt schon eine. Ja. Und ja, wenn nicht, dann fahren wir irgendwie anders. Ja, oder, stimmt. Oh nein, die Bahn ist ausgefallen. Ja, jetzt werden wir mal gucken. Da bin ich so ganz... Also gar nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Da bin ich eigentlich eher... Außer es ist ein ganz wichtiger Termin und wir müssen irgendwo sein. Dann bin ich auf jeden Fall... sehr ja, mich stört das dann wahrscheinlich, weil ich mir vorher so einen Plan gemacht habe und der soll dann halt auch funktionieren und wenn man dann irgendwie, wenn der Plan nicht aufgeht, dann... Ja, 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 also da, das ist Unterschied. Oh, jetzt ich bin geblendet. Ändert sich das Licht. Ja, aber sonst, also ich habe mich schon mal gefragt, ob wir mehr unterschiedlich sind, als dass wir ähnlich sind. Ich glaube nicht. Das gleicht sich aus, ne? Es gleicht sich sehr aus. Wir sind zwar in Punkten unterschiedlich, aber ich finde, wir sind uns ähnlicher, als dass wir uns unterschiedlich sind. Ja. Ja. Aber wenn wir uns unterschiedlich sind, dann sind wir uns extrem unterschiedlich, ja, in den Dingen. Und ich finde, das ist auch eine gute Mischung. Ja, das stimmt. Ja. Und warum passt die Frage so gut heute? Weil heute der 10. März ist. Genau. Und vor 7 Jahren... Heute auf den Tag genau. Oder auch morgen. Oder auch morgen auf den Tag genau. Das ist eine lange Geschichte. Und jetzt lass uns nicht mehr in Lebenssätzen reden. Ja, dann beende doch den Satz. Ja, wie soll ich ihn jetzt beenden? Das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie er angefangen hat. Heute vor 7 Jahren sind wir ein Paar geworden. Genau, wir sind geworden. Also wir sind heute seit 7 Jahren zusammen, tatsächlich. Genau. Ja, und deswegen... gehen wir jetzt gleich auch raus, nachdem ich dieses Video geschnitten habe. Mhm. Und machen was Schönes. Ich habe mir was ausgedacht, wovon Emmy noch nichts Genaues weiß. Also es ist jetzt nicht schön im Sinne von... Das ist nicht schön. Das ist nichts Schönes. Es ist jetzt nicht schön im Sinne von einem Spaziergang durch ein Blumenmeer, aber es ist, ich glaube, es wird dir gefallen. Ja. Ja, ja, ich freue mich drauf. Genau, und bevor wir jetzt das Video beenden, was unterscheidet euch von eurem Partner? Beziehungsweise, das kann man auch eigentlich erweitern, wenn man vielleicht momentan keinen Partner hat. Genau, von seinem besten Freund. Genau, oder ja, das wollte ich auch gerade sagen. Von seinem Bruder oder seiner Schwester oder wie auch immer, mit wem ihr euch immer auch in dem Moment vergleichen möchtet. Ja, mit dem Menschen, mit dem ihr gerade am meisten Zeit verbringt, vielleicht einfach. Oder das, genau. Ja, genau. Ja, in dem Sinne, habt noch einen schönen Sonntag. Ja, einen schönen Sonntag und wir sehen uns spätestens am Mittwoch. Genau, bis Mittwoch. Bis dann. Tschüss. Kommst du weiter drin, ne? Nee, geht nicht noch. Also. Nicht? Nee, ich bin schon so nah, wie es geht. Jetzt? Wir müssen uns mal was anderes überlegen hier mit dem Tisch. Das ist sehr suboptimal. Ich habe danach auch immer ein paar neue Baustücke. Schade, vorhin war das Licht schöner. Ja, er wechselt immer so mit Wolke und Sonne. Haben die schon April? Noch nicht, aber fast. Diesen Mülltonnen ist umgefallen. Es ist so windig.